Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Palia. Wir stehen hier vor den Ruinen. Wir haben die Tür aufgeschlossen mit diesem Batterieding da, was gefunden wurde. Und ja, jetzt würde ich einfach mal gucken, was erwartet uns dort. Schauen wir mal rein. Das ist immerhin eine Quest. Explore the chamber inside the door. Also ja, wir sollen das Gebiet hier innerhalb der Türen erkunden. Da liegt irgendwas. I often pondered why this temple was built here of all places. I believe it finally found my answer. Da wundert sich irgendjemand, warum dieser Tempel hier gebaut wurde. Warum ausgerechnet an diesem Platz? Und er glaubt, er findet seine Antwort hier oder ihre Antwort. Flow in its raw form, it's so powerful. And here, it has combined with the water. Ja, Flow, also der Fluss. Also nicht der Fluss als Gewässer, sondern das fließende in seiner reinsten Form ist so kraftvoll und hier wurde es kombiniert mit dem Wasser. Together they have evolved into something else. I have to study it more and ja, er muss im Prinzip das Ganze jetzt noch studieren, um bessere Antworten zu kriegen. Also mitnehmen kann ich das nicht. Okay. Okay, da komme ich nicht hoch. Was haben wir auf der Seite hier? Erstmal nicht so, wie es scheint. Oh, untersuchen. A bowl with rust on the bottom. The inscription has been worn away by the time. Ja, das ist quasi eine Schale mit Rost unten am Boden und Inscription, Inschrift, fehlt schon seit langer Zeit. Lesen. The strange writing says, knowledge grows the mind even in times of strife. To enter here, you must supply that which grows life. Okay. Ja, also Wissen wächst in the mind, im Geiste der Zeit oder im Laufe der Zeit. Auf Strife, weiß ich nicht, was es bedeutet. Um ja hier Zutritt oder hier einzutreten. You must supply the which grows life. Ich muss dem zustimmen, wie es wächst. Tetragenal. Noch ist alles in Englisch, oder nee, ist nicht alles in Englisch, ist gerade so Englisch-Deutsch-Mischmasch. Ich weiß nicht, ob es mit der Open Beta besser wird. Aber ich denke, im Laufe der Zeit wird es besser werden. I have come to believe this place was called the Temple of the Wave. Ja, ich bin hierher gekommen in dem Glauben, dass dieser Platz den Namen Tempel der Wellen hat. I was sent to exploit to ensure the village in its shadow is safe. Also wurde ausgesandt, um den Tempel hier zu erkunden, ob die Stadt in dem Schatten von diesem Tempel hier sicher ist. Who were these people? Ja, wo sind diese Leute? Why did they build such a magnificent... Warum haben sie diese großen oder
Strukturen, Gebäude gebaut. Only to look it away. Nur um sie anzuschauen. It took ages to acquire what was needed to open the outer door. Also es hat eine lange Zeit gedauert, bis er herausgefunden hat, wie er die äußere Tür öffnen konnte. So eine Batterie, wie wir sie ja auch hatten. And now I'm faced with yet another obstruction. Und ja, jetzt steht er quasi vor einem anderen Rätsel. This new door is covered in diese neue Tür wird geschützt über eine unbekannte Sprache. One we cannot, yeah, also eine, die wir nicht verstehen. There is no slot, das ist kein Slot, also kein nichts, wo wir eine weitere Batterie reinstecken könnten. Zendrick is calling to me from the entrance. Ja, Zendrick ruft mich, also die waren offenbar zu zweit da. It appears our battery is failing and my time is short. Ja, also so wie es scheint, lässt unsere Batterie nach und seine Zeit ist hier sehr kurz und sehr begrenzt im Prinzip. Perhaps someday someone shall solve this puzzle. Möglicherweise wird eines Tages jemand kommen, um das Puzzle hier lösen. If you are reading this, you may be that person. Ja, wenn du das liest, bist du möglicherweise diese Person. Viel Glück für dich. The Spirit, also der Geist of Kilima, steht hinter dir. Okay. Solve the riddle. Mache ich denn das? To enter there, you must supply the witch grows life. Ich weiß gerade nicht, was das Spiel von mir will. Oh, untersuchen. The worn inscription says, roots of darkness take hold from echoed woes. Our hope shall live on so long as this water flows. Ja, also die Inschrift da sagt, roots of darkness take hold from echoed woes. Da bin ich gerade über, also irgendwas mit, ja, die Basis der Dunkelheit, take hold from echoed, ich weiß nicht, was woes bedeutet, aber unsere Hoffnung wird bleiben oder wird am Leben bleiben, solange das Wasser hier fließt. Ja, im Englischen reimt sich das. Muss ich das vielleicht irgendwie abschalten? The original inscription has been carved. Oh, also die originale Inschrift wurde überschrieben. What's left on the carving says Nephelfing with a frowny face next to it. Okay, also Never living? Never living? Kann das sein? Nee. Never L und dann Wing with a frowny face next to it. Tja. Gerade keine Idee, hoppala, was das Spiel von mir will. Hochklettern kann ich schon mal nicht. Hm.
Das ist natürlich dann sehr viel einfacher, hoffe ich, wenn das Ganze mal ins Deutsche übersetzt ist. Vielleicht kommt das ja schon mit der Open Beta. Keine Ahnung. Kann aber sein, dass das erst im Laufe der Zeit irgendwann kommt. Ich glaube, wir gehen mal wieder raus. Return to Village. Müssen wir später nochmal gucken. Aber jetzt haben wir morgens, das heißt, jetzt müsste ich doch irgendwo den Dings finden, wo ich den Ofen kaufen kann. Da ist ein Fragezeichen. Dann gehen wir mal bei der Oni, war das, glaube ich. Fallschaden gibt es übrigens nicht. Gehen wir mal bei der Auni vorbei. Und ich muss ja da noch wieder meine Pflanzen gießen. Muss ich auch noch dran denken. Ich meine, der große Vorteil ist, sie gehen nicht kaputt, wenn man sie nicht gießt. Sie hören einfach nur auf zu wachsen. Da ist er. Hi, Auni. Jina, Entschuldigung, Jina. Ah, da bist du ja. Sehr gut. Ich dachte schon, ich hätte die ganze Sache nur geträumt. Gestern haben Hekla und ich uns die Ruinen genauer angesehen. Wir haben versucht herauszufinden, was los ist, warum die Menschen plötzlich zurück sind. Außerdem habe ich ein Stück von einer Statue gefunden, das so aussieht, als wäre es vom Phönix abgefallen. Also, naja, ich habe es zurückgebracht. Und da fing es an zu leuchten. Genau in dem Moment, als du vom Himmel gefallen bist. Es liegt nahe, dass diese beiden Ereignisse miteinander verknüpft sind. Ich würde meine Theorie gerne auf die Probe stellen. Das heißt, dass du dir den Schrein näher anschauen musst, aber nur, wenn du das möchtest. Erzähl Jena von dem Rätsel des Tempels. Machen wir. Du hast ein Rätsel gefunden? Rätselhaft. Ich frage mich, warum es da ist. Nun, wenn ein Tempel voller Wasser ist, braucht man vielleicht etwas, das Wasser hält. Ein Eimer. Badru könnte helfen, dir helfen. Er gießt immer Pflanzen, nehme ich an. Vermischt sich Flo mit anderen Elementen? Ich habe Mythen über einzigartige Arten des Fließens gelesen. Abgesehen davon, wenn Flo hier wirklich im Wasser ist, würde das eine Menge erklären. Chat mit, hast du schon mal von jemandem namens Zendrik gehört? Zendrik Starquasher? Ich habe dich nicht für einen Geschichtsfan gehalten. Zendrik Starquasher war ein grimalkinischer Entdecker, der Kilima auf die Landkarte brachte. Er hat die Stadt nicht gebaut, aber er hat dazu beigetragen, einige wichtige Handelsrouten einzurichten. Er stöberte in alle möglichen Ruinen herum. Ab und zu finde ich eins seiner alten Tagebücher. Offenbar hinterließ er seine Notizen gern, um anderen Forschern zu helfen. Ich bin optimistisch, ein neuer Tag bedeutet eine neue Chance auf Entdeckungen. Okay. Investigate the shrine where you was found. Wo war denn das? Ich komme nicht rein. Wo war der Schrein denn? Ach, da oben. Stimmt. Da oben war der ja. Dann gucken wir mal, dass wir da wieder hinkommen. Und wir haben Post. Ne, hier bin ich falsch.
Dann gucken wir einmal. Bin mal gespannt. Ich hoffe, wir werden nicht wieder zurückgesogen und sind dann schwuppsdiwupps verschwunden. Hi Phönix. Kommunizieren. Das war alles? Okay. Ach, hier komme ich hoch. Stimmt ja. So, jetzt will ich aber mal gucken, dass ich dieses Stein-Schmelzofen-Ding tralala da krieg. Da musste ich mit Brick by Brick. Ja, das kann ich mal anheften. Sweet House. Ach so, das muss ich auch mal machen, ne? Ich kann immer nur drei. Jetzt machen wir erstmal das Gardening. Das kann ich später machen. Machen wir das mal. So. Hudari, wo ist er denn? Cheyenne. Kaleri. Auni. Ashura. Esh. Tish. Kenyatta. Kenli. Kenli. Da muss ich auch noch hin. Aina. Sifu. Badru. Delia. Nairo. El. Seki. Jina, Hekla. Ist der Hudari, ist glaube ich da, oder? Müssen wir da mal hin? Aber zum Kenli müssen wir auch. Wir sind aber ganz da oben. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Hause und gucken mal, dass wir die Post holen und dass wir wegen den Brettern gucken. Da muss ich 100 Stück, muss ich sägen. Das heißt, da können wir ordentlich noch ein paar Durchläufe machen, bis wir das erledigt haben. Deswegen schauen wir da mal. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Post. Ashura, sei gegrüßt, Carla. You just keep getting better and better with the Axe. Also, du wirst besser und besser mit den Äxten. Stop by later and I'll teach you to build an even better one. Okay, er zeigt mir dann, wie man eine bessere baut. Hudari, sei gegrüßt, Carla. Heard you've been using the pickaxe. Ich habe gehört, du nutzt die Spitzhacke, die ich dir gegeben habe.
If you wanna learn, also wenn du mehr drüber lernen möchtest, wie man ein richtiger Minenarbeiter wird, komm zu mir. Ich kann dich da unterrichten, wie man so einen Schmelzofen baut und entsprechend Kupferbarren und sowas und Keramik herstellen kann. Es ist nicht ganz einfach, aber es lohnt sich. Okay. So. Die können wir mal da rein tun. Oh, 70. Das ist aber gut. Aber wir brauchen eine Menge Bretter. So. Die kann ich ernten. Die noch nicht. So, da müssen wir mal gucken, dass die besser werden. Brauche ich irgendwie sowas. Da brauche ich auch Fell, das muss ich auch mal besorgen. Esszimmerstuhl haben wir, Blockhaus-Esstisch haben wir. Wandkabinett haben wir, glaube ich, auch. Faltwand, da brauche ich wieder diese komischen Büsche. Ne, das habe ich noch gar nicht gemacht. Zaun, gewöhnliche Axt. Da brauchen wir Kupferbarren, okay. Und Bretter. Und eine kleine Axt. Hölzerne Aufbewahrer, da brauche ich aber wieder Holz für. Dann besorgen wir erstmal Holz. Besorgen wir eine Runde Holz, weil da kann ich nochmal eine Aufbewahrungskiste machen. Da ist nicht so viel Platz in den Kisten, dass wir da noch ein bisschen mehr haben. Wenn wir da mal die bessere Axt kriegen, dann können wir auch Dings machen. Die größeren Bäume fällen. Standardrauchbomben. Was brauchen wir denn dafür? Lehm und so eine Pflanze. Okay. So. Wie drehe ich Q und E? So, dann haben wir nicht nur mal einen Behälter, wo wir was lagern können, weil der ist schon relativ voll hier. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das hier benutzen soll. Karotten und einen Schuh. Ah, das geht alles in den gleichen. Das heißt, wenn ich das hier. Okay, das erhöht sich nur die Kapazität. Das ist natürlich schon mal geschickt. Das muss ich auch noch das Dings besorgen. Können wir auch mal da rein tun. Achso, da war sogar schon eine drin. Packen wir mal den nach da vorne. Mich würde interessieren, wie ich die Rauchbomben benutzen kann. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ist ja auch nicht schlimm. Die brauchen noch. Ja, das braucht auch noch. Brauchen noch
89 Bretter. Das ist schon eine Ansage. Sehr gut, kann ich nochmal draufpacken. Cool. Das sollten wir dann fertig kriegen, glaube ich. Ich glaube, ich fäll nochmal ein bisschen und dann können wir das da reinpacken. Und dann, wenn ich das nächste Mal spiele, das wird dann nämlich irgendwann die Tage sein, sollte das eigentlich fertig sein. So. Jetzt reicht's auf jeden Fall. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir dann noch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Kleiner, netter Ausflug nach Palia wieder. Ist für mich immer noch, also mir gefällt es ganz gut. Ich spiele es ganz gerne. Wenn man es nicht unbedingt als MMO betrachtet, im Moment jedenfalls, weiß ich, wie gesagt, noch nicht, was da alles noch kommen wird. Bestimmt noch das eine oder andere. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Aber momentan spiele ich es eher als Singleplayer. Und ja, schauen wir mal, was da uns alles noch erwartet, ne? In diesem Sinne, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.